So, meine Freunde, damit herzliches Willkommen zurück zu Ratchet & Clank. Ich wollte schon sagen, es heißt mir das tatsächlich, aber nee, tut's auf. Willkommen im Grummelnet Waffenladen. Hier kriegst du Munition, kannst deine Waffe aufrüsten oder Destruction. Neue Waffen kaufen. Na los, such dir was aus. Wollen wir uns eine neue Waffe kaufen? Weiß es nicht. Raketenwerfer. Irgendwie sieht das Ding nicht gerade aus wie ein Raketenwerfer, ehrlich gesagt. Ach, wir sparen einfach mal. Wir könnten eigentlich auch noch eine Waffe aus... Ich glaube, aufrüsten, ne? Für etwas Raritanium können... Aber machen wir später. Würde ich jetzt mal behaupten. Wow, hier ist eine Jackpot-Kiste. Ist das eine Jackpot-Kiste? Ich weiß es gar nicht. Ich glaub schon, ne? Yep. Okay. Vielleicht finden wir mal eins unserer Geräte gegen diese Zyklokanone. Der Lombax betritt die Stadt. Fußweg bombardieren. Landen durchlassen. Der Schockzerstörer macht einen elektrischen Spannung in den Schild des Gegners. Führe einen Peitschenangriff durch in den Besudelt. Holen wir uns mal drei Stück davon. Ups. Elektrische Attacken sind nutzlos gegen einen elektrisierten Feind, Ratchet. Probier eine andere Waffe aus. Ist doch keine elektrisiert, oder? Alter, wieso stecke ich da fest? Wir haben noch eine Zyklokanone ausgeschaltet. Fünf Schiffe in Sektor 2 entsenden. Und dem Lombax. Was ist ein Krösus? Du wiederholst dich. Alle Einheiten, Achtung! Ein bewaffneter Lombax ist in der Stadt. Gelbes Fell, lange Ohren, eventuell mit Nanotech Killerbot unterwegs.
Controller. Es ist übrigens nicht komplette Controller, sondern vielmehr von dem DualShock der Lautsprecher oder was das sein soll. Mikrofon, Lautsprecher, irgendwas in der Richtung. Das ist ja so ein Ding dann. Aber egal. So, Schwunghaken. Lang ist es her, aber wir benutzen ihn wieder. Für eine Aufrüstung. Komm, holen wir uns mal den Jägerwerfer. Halte zum Anvisieren die Feuertaste gedrückt und lass los, um Jägerraketen abzufeuern. Mein Gott. Hallo. Das sieht nach Raritanium aus. Gibt's hier in dem Teil eigentlich auch noch die Sturmstiefel? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Also ich weiß, dass es die auf jeden Fall in Crack in Time gab. Ich hoffe, die gibt's hier auch. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr. Oh. Oh oh. Da hinten sieht so aus, als wenn man da hinkommt. Irgendwie. Da hochkommen jetzt. Oh, warte mal. Wie komme ich denn da hoch? Ich weiß es nicht. Warte mal, vielleicht kann ich auch. Hm.
Wir brauchen Gel. Ach, dafür ist das Ding. Warte mal. Irgendwo ist doch hier bestimmt. Versteckter Ort. Ist nichts. Hier ist gar nichts. Ist hier nichts. Bescheuert. Verwirrgas? Schmerzhaft.
Zwischensequenz. Ratchet, diese Wesen sagen, dass wir in das Gebäude gehen sollen. Wesen? Was für Wesen? Sind die beim Absturz die Kabel durchgebrannt? Wow, hast du dich heimlich selbst modifiziert, Clank? Nein, habe ich nicht. Und ich verbitte mir diesen Ton. Oh, wieder mit 6-6s, ey. Na gut, dann. Wir können dich hören, Herr. Will aber nicht. Entschuldigung. Der Lombax hat unsere Abwehr durchdrungen und die Halle des Wissens infiltriert. Sofort abriegeln und den Lombax ausschalten, bevor er an geheime Daten gelangt. Ich hätte mal langsam gerne einen Rüstungsautomaten. Im Grommelnet-Waffenladen. Gehen wir mal ein bisschen aufrüsten. Größere Reichweite. Getan. Schneller schießen, größere Reichweite, schneller schießen, größere Schaden. Getan. Vermehrt dein Raritanium, wenn du diese Waffe einsetzt. Cool. Wird erledigt. Pyrogen-Niederschlag. Ja, wir haben immer noch 1193. Diese Ausrüstung bewirkt, dass mit jedem glühenden heißen Schuss aus der Waffe dampfende Pyrogenschmiere auf den Boden prasselt. Deine Feinde können nicht mehr fliehen, wenn der Boden selbst wird im Kampf zu deinem... Was? Dead German. Machen wir noch den Jägerwerfer. Wird erledigt. Bisschen und die Schmelzgranate. Wird erledigt. Sicherheit geht vor, Partner. Oh nein. Achtung, Bürger. Du hast unerlaubt die Halle des Wissens betreten. Auf Befehl von Imperator Tachyon wurde Wissen verbannt. Jeglicher Versuch, dir Wissen anzueignen, wird mit lebenslanger Haft im Sordum-Gefängnis bestraft. Macht Sinn. Da-da-da-dum. Die sehen nicht nett aus, oder? Aber ich brauche das Zeug.
Tun die mir weh? Nö. Scheinbar nicht. Achtung, Bürger. Dies ist die letzte Warnung. Das Wissen hier ist zur Bedrohung für das Imperium erklärt worden. Jeglicher Versuch, den imperialen Kartenraum zu betreten, führt zu einem schmerzvollen und unwiderruflichen Tod. Guck mal, da hinten ist auch noch was oben. Fuck, wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich da hoch am besten? Gucken wir uns später einfach mal an. Vielleicht von da oben? Nee. Oder? Doch, kann passen, oder? Warte mal. Nein. Natürlich noch richtig treffen. Ach Junge, ey, warum fliegt denn immer gegen die scheiß Wand da hinten? Nee, das passt nicht. Junge. Das Wasser ein bisschen höher wäre, ne? Er ist im Lüftungsschacht über dem Kartenraum. Er darf nicht. Nein! Sequenz. Toll, wir sitzen fest. Und warum sind wir nochmal hier? Clank? Planet Fastoon. Interessant. Wieso? Also, laut Datenbank ist es ein Nombax-Planet. Schnell die Koordinaten, wir nehmen die Rettungskapsel. Ratchet, in der Datenbank steht aber auch der... Clank, wir haben keine Zeit. Los! Willkommen auf Fastoon. Landung in 5, 4, Hubs, 3, 2, 1. Oh ja, Leute. Da wären wir schon. Okay, Partner. Was können wir denn für dich tun? Okay, Partner. Aufgerüstet. Ist offenbar etwas Schreckliches passiert. Glaube ich nicht. Hm.
Aber wo sind denn alle? Das wollte ich dir sagen, Ratchet. Laut Datenbank ist der Planet seit vielen Jahren verlassen. Clank, siehst du das? Ein altes Schiff? Sehr alt, wie es scheint. Wir müssen es reparieren. Ratchet, wir müssen praktisch denken. Tachyon wird die Kapselflugcodes entschlüsseln. Er wird jede Minute hier sein. Clank, bitte. Ich muss es reparieren. Oh, na gut. Die virtuelle Diagnose des Raumschiffs zeigt an, dass 6 Teile fehlen, ohne die intergalaktische Reisen unmöglich sind. Viel Spaß bei der Suche. Nett. Ja dann. Schauen wir mal rein. Geht's dir gut? Okay. Alter, Kamera. Ein Teil. Sieht das so aus, als wenn man da runter kann? Nein, kann man nicht, okay. Gut zu wissen. Okay. Hätte aber klappen können. Wir gehen nämlich auf Tauchstation. Und jetzt? Aha.
Ratchet, der Eingang zur Raritaniummine ist zu eng für uns beide. Vielleicht übernehme ich das besser. Klingt machbar. Aber erst gehen wir einmal hier hoch. Ja, dann. Hab keine Angst. Wir helfen dir, es zu zerstören. Was zerstören? Wir werden dir alles zeigen. Zeit verlangsamen. Diese Tür stellt für dich kein Hindernis dar, Herr. Mach dir die Zeit zu eigen, dann kannst du eintreten. Diese Tür stellt für dich kein Hindernis dar. Ich hab's langsam kapiert. Mach dir die Zeit zu eigen, dann kannst du eintreten. Dieser Kram ist nur ein kleines Hindernis. Ruf uns einfach, dann tragen wir dich hinüber. Rufe die Karte auf, indem du die Select-Taste drückst. Alter, so viel Geld jetzt auf einmal. Oh oh. Billy. Wir können diesem Gebilde Leben einhauen. Manipulieren? Ah, jetzt. Mysteriös. Hey, fehlt da nie einer? Ah, okay. Wir
Toni! So laut. Niemals. Sie kehren zurück. Jo. Keine Ahnung. Ja, dann einmal zurück. Meine Güte. Glückwunsch! Du hast eine interstellare Holo-Nachricht von Stefan Markonopoulos. Warte mal, wir können auch diese Egel nehmen, ne?
Können wir jetzt diese Holo-Nachrichten abspielen? Gleich im Schiff. Ach ja. Bank haben Sie jetzt alle Teile, um das Schiff zum Laufen zu bringen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in den virtuellen Diagnoseservice von Gadgetron. Wir buchen die angefallenen Kosten innerhalb von 3 Tagen von Ihrem Konto ab. Nett. Alles, was wir brauchen. Lass uns loslegen. Ja, 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 es funktioniert. Erbärmliche Trophäen. Die haben wirklich Suchmunition verwendet. Oh, diese miesen Betrüger. Oh, ein Numbax. Ich hab gedacht, es gibt keine mehr. Danke für die Reparatur. Ja, das Schiff kann reden, auf jeden Fall. Was ist denn hier passiert? Tachyon hat die Stadt mit seiner Trophäenarmee zerstört. Ein grausamer Wachakt. Hätte er bloß gewusst, wie böse diese Kragmiden waren. Huh. Hätten sie den großen Krieg gewonnen, wäre das ganze Universum unter ihre Schreckensherrschaft gefallen. Was sind Trophäen? Unangenehme, grässliche kleine Kreaturen vom Planeten Zaurik. Tachyon hat mit Raritanium ihre Loyalität erkauft und sie für seine persönliche Armee rekrutiert. Ah, okay. Warum hat Tachyon die Lombax angegriffen? Eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich, um ihre Technologie zu stehlen. Alle seine Schiffe, seine Vollstrecker, die Nanotech-Rüstungen, die er den Profiten gegeben hat. All diese Dinge wurden mit gestohlener Lombax-Technologie entwickelt. Wo sind die Lomboxe? Es tut mir leid. Anscheinend wurde mein Speicherball auf frei beschädigt. Ich erinnere mich nur noch daran, wie ich Sperrfeuer auf den Ruf von Azimut gerichtet habe. Kannst du diese neue Holo-Nachricht abspielen? Natürlich! Ich habe einen optischen HD47 Holo-Bildschirm. Steig ein! Mhm. Lieben Sie Chaos und Getümmel und stehen Sie auf Zerstörung? Dann ist heute Ihr Glückstag, denn Sie nehmen teil am, als Zuschauer natürlich, am größten, gemeinsten, grausamsten Kampf des Universums, dem Imperialen Kampffestival. Nur für Erwachsene. Kommen Sie zum Planeten Mukov, erleben Sie einen unvergesslichen Abend ohne böse Absichten oder Tricks. Angebot nur gültig für langohrige Waisen und ihre kleinen Robo-Freunde. Das war doch Captain Quark. Also ist es wohl eine Falle. Aber der einzige Hinweis. Mal sehen, wo er da reingeraten ist.
Oh yeah. So Leute, ich würde sagen, auf nach Planeten Mukov. Keine Ahnung. Das Imperiale Kampffestival ist ein exklusiver Urlaubsort für die Elite-Truppen vom Imperator Tarkion. Er soll seine Feinde sogar schon zum Planeten Mukov verschleppt oder gelockt haben, um sie dann zur Unterhaltung seiner Truppen bis zum bitteren Ende kämpfen zu lassen. Klingt gut. Oh nein, Asteroidengürtel. Ahoi, ihr jungen Schiffsratten! Hier ist Captain Slack, Schrecken der Galaxie! Gebt euer Schiff auf oder endet in den Tiefen des Universums! Oh nö. Bonusziel zerstört. Wir hängen sie im Asteroidengürtel ab. Bolt. Oh, das sieht nach Endgegner aus.
Zielpunkt. Zwei Stück sogar, lustigerweise. Ah, da wären wir. Ich habe wichtige Infos für dich. Komm zu mir in die Arena. Mhm. Ja, Leute, ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut an der Stelle. Dann werden wir im nächsten Part weitermachen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und sehen wir uns wieder im nächsten Part von Tools of Destruction. Haut rein.